Irgendwer hat mal in den Kommentaren geschrieben, Marvin, pass auf, was du sagst, was die Gewinne von Ares angeht. Er weiß sie alle, denn es sind so wenig. Mhm. Nein, Marvin! Hier. Ey, Digga! Wie häufig willst du mich noch wegblocken da, Alter? Hä? Also er ist wirklich zu weit weg. Also, er ist wirklich, ja, wirklich zu weit weg. Digga, Edwards mit den Scherenhänden, da kennt sich gut aus, ne, irgendwie. Hä? Man muss sogar durch die dünnen Stangen fahren am Ende? Willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer legendären Runde. Lusos und Ares in GTA-Unterhaltung. X21 Paradise 4 heute mit dem Formula auch noch unterwegs. Und wir haben hier eine 10-Minuten-Challenge. Und wenn Shredder sagt 10 Minuten, dann erwarten uns heute 2 Stunden Fehlschläge. Ein wunderschönen Ares und Deko. Was geht ab? Hallöchen. Eine wunderschöne Gesundheit. Hallo, guten Schuss. Digga, 25 Grad draußen und ich niese erstmal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Duschen, guten Rauch, guten Appetit, gute Besserung, guten Dienst, guten Feierabend und guten... Oh yeah. Oh yeah. So, auf die Map habe ich schon richtig Bock, weil... Ja? Weil... Formula, oh yeah. Warte, was müssen wir da jetzt machen? Müssen wir eine Koralle machen, oder? Wir müssen drehen. In der Luft sollst du drehen. Aber und dann? Und dann da rückwärts an den Bremspunkt und dann, glaube ich, nach oben flippen. Meinst du, ich kann schon in der Luft mich drehen? Ja, mach, ja. Also versuche ich auch. Bin ich so ganz sicher. Oh, Alter, schön. Ich glaube, Ares macht doch, das besser. Das war schon sehr nah dran. Ares macht eine Koralle. Ich glaube, das ist interessanter. Machen wir einfach die Koralle, ne? Hä? Interessanter ist das, was keiner macht. Deswegen mache ich es weiter in der Luft drehen. Ey, du hast gerade hinbekommen hier, du. Digga, ich hätte es auch hinbekommen, Alter. Du machst ja den Muschiweg. Ey. Jetzt fliege ich wegen scheiß Ares Windschatten oben rüber, ey. Ja, und ich bin Marvins. Oh, ist das hier schön. Nach einer Minute schon ein bisschen eskaliert. Ja, eine Minute, geil. Oh nein, Deko, hör doch auf da mit dem Scheiß hier. Guck mal, guck das an. Guck dir das an, Junge! Ey, Ares! Erster! Miese Sackflitschen, Alter. Bitte. Ja. Bitte lasst hier keinen. Digga, zwei Tries, zweimal geschafft, zweimal irgendwelche Holzschwänze im Weg gewesen. Ich habe den ersten Punkt. Ich hab's jetzt auch so gemacht wie Deko. Du hast gesagt, das ist schwerer, ne? Wo willst du eigentlich hin, Ares? Hä? Wie, wo will ich hin? Dann wird ja vollkommen falsch. Ja, Marvin, wo willst du jetzt hin? Ja. Oh mein Gott. Was war los? Koralle! Also, nochmal fürs Protokoll. Ares ist dämlich gefahren und wir beide sind cool gefahren. Ski. Also, achte auf den Punkt, Ares. Digga, wie blind kann er sein? Ah. Ich dachte allerdings auch, zuerst müssen wir nach oben flippen. Jetzt flippen. Ich habe den Punkt unten gesehen. Seitlich rausflippen. Seitlich! Ja. Digga, er fährt einfach geradeaus! Du musst rechts rausflippen an der Seite. Hä? Vor dem Pfeil. Der Punkt! Hä? Da ist doch der Pfeil, der nach rechts zeigt, du Lappenschwanz, ey. Ja, meine Güte. Oh yeah, richtig schöner Lappenschwanz. Lappenschwanz. Oh, ey. Also, aufpassen wegen mit solchen Begriffen, ne? Nicht, dass wir wieder von YouTube gebastelt werden. Meinst du, die sind jetzt so häufig schon so, oder wie? Also, Wir hatten Muchachos in der letzten 2 Wochen, hatten wir tatsächlich relativ viele GTA-Folgen, die gebastelt waren. Und Marvin hatte erst die Vermutung, dass es an irgendwelchen Titeln liegt, die... Oder Thumbnails. ...komisch waren. Aber dann wurden auch Videos mit komplett harmlosen Titeln gedingst. Das heißt, wir gehen davon aus, dass tatsächlich YouTube irgendwelche... Hey! Wow.
Sag doch was, Junge! Dass YouTube smarter geworden ist. Bösen Worte in unseren Videos erkennt und deswegen uns bastet. Ja. Und, Muchachos, es ist leider nicht mehr so, wie es damals war, Alter, dass gelbe Monetarisierung vollkommen egal ist. Nein, also wir verlieren egal, locker. 60-70% der Werbeeinnahmen sind einfach Fucicato. Einfach gone. Das war, das hat mich echt, also davon abgesehen, dass mich überrascht hat, dass die irgendwelche Sachen in unseren Videos erkennen. Hat mich das auch überrascht, weil es waren wirklich tatsächlich, also die Videos, die gebastelt waren, da hatten wir am Ende dann Einnahmen auf ein ganzes Video von 35 Euro oder irgendwie sowas. Wir müssen also die Entwicklung weiter im Auge behalten. Und also ich hoffe einfach nicht, dass es jetzt wirklich der Punkt gekommen ist, an dem wir auf unsere blumige Sprache verzichten müssen. Nein, auf gar keinen Fall. Also kurz vor, Muchachos, es könnte sein... Also wenn jedes Video gebastelt wird, also mit jedem Video nur die Hälfte von dem verdienen, was reinkommt... Also, es wird, alles, dann, es wird schon alles gut gehen. Ich denke mal, das waren einfach so kleine Ausrutscher. Da wollte YouTube mal ein bisschen aufmucken. Aber ja, es könnte sein, dass sich da irgendwas verändert in nächster Zeit. Ja, ne? Müssen wir gucken wir mal. Ja, aber in den letzten Videos, Nico, war es ja nicht mehr so der Fall. Nee, ne? es sind auch tatsächlich, wurde bei einigen Videos, die gebastelt waren, wurde es zurückgenommen. Es ist, glaube ich, vorher waren da in den letzten zwei Wochen, waren da, glaube ich, 6 Videos oder irgendwie so. Bringt dann nur nichts, weil dann sind die Werbeeinnahmen eben schon durch. Habe ich noch nicht nachgeschaut, Müssen wir mal nachschauen. Aber von den 5 oder 6 Videos in den letzten 2 Wochen war es jetzt zuletzt dann am Ende nur noch 1. Beim Rest wurde es einfach entfernt wieder. Fährst du da unten lang erstmal und dann nach oben? Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Habe es auch noch nicht geschafft. Ich würde jetzt einmal unten lang fahren. Okay. Habe ich aber vorher noch nicht gemacht. Ares, welche Probleme hat jetzt? Also jetzt hast du schon? Mit der Monetarisierung meine ich jetzt. Nee, ich rutsche aber runter. Ja, ich sag jetzt einfach mal. Also, jetzt wirst du auch Probleme haben. Weil, ja, doch, ja. Also, die Leute, die ich sehe, die blumige Wörter in ihren Videos zensieren, die machen das durch Rausschneiden. Weil das ist einfach dann ein großer Teil vom Wort nicht mehr mit drin. Ares für dich. Ich weiß nicht, ob YouTube das bastelt. Ist ja eigentlich nur der Ton so, ne? Also Wayne Train eigentlich. Ja, könnte nur ein Hinweis darauf sein, dass ein böses Wort benutzt wurde. Ares, wo fährst du oben lang oder wie machst du das hier? Ich fahr ganz normal mit dem Ballrad. Oh ja, mach ich auch. Dann fahren wir auch nicht nach unten. Ja. Ja, machen wir das jetzt auch so hier. Nein! Und ich verkack dir die Koralle. Musst du nur ein bisschen schneller wahrscheinlich fahren, ne? Den Lachs hier. Ja. Oh, ich möchte mich, by the way, ich weiß nicht, ob er es sieht, aber ich möchte mich bedanken bei dem Muchacho, den ich getroffen habe am Vatertag auf dem, ich sag jetzt nicht, wie das Event hieß, aber am Ende waren wir auf einem Rock-Event. Das war jetzt nicht so ganz meine Mucke. Aber, die hatten da einen Stand mit Burgern. Und es war richtig voll, richtig krass Schlange. Ich krieg das nicht hin. Und ich stell mich an und bestelle. Und dann sagt mir die Frau an der Kasse, wir sind alle, wir haben keine mehr. Weil eiskalt der Burgerbrater-Mensch hat mich erkannt und meinte, hat dann sie rangewunken und meinte, doch, wir haben noch 4. Auch für sie nicht. Und dann konnte ich noch 4 Burger bestellen. Richtig geile Smash-Burger mit so einem übertrieben geilen Barbecue-Smoker-Aroma noch drin. Wie hast du es jetzt gemacht, Ares? Richtig sexy, Alter. Ja, kannst du mal am Vorne fahren. Also küsse mich raus. Marvin, einfach nur tippeln. Du fährst einfach nur geradeaus lang mit dem Spiel und tippelst. Hab ich. Gib ihm. Ich hab's zumindest schon zweimal Zuckerralle geschafft. Echt? Ja. Nico hat seine Stellung als YouTuber also richtig schön ausgenutzt, ja? Ey, das war kein... Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich bin ja nicht hingegangen. Jetzt erzähle ich euch die ganz wahre Geschichte, ja? Also Deko war bei dem Stand, die Olle hat gesagt... Heute machen wir ganz einfache Massage, ohne Schmerz. Ja, dann meinte Deko... Dann hat er so dem Burgerbrater mal kurz zugewunken und angelächelt und dann hat er so ein Zeichen gegeben, so hier komm mal hinter den Wagen. Hat Deko ein bisschen seine Glocken gespielt. Gefällt dir das? Du schmutziger Stück. Und dann hat er ihm gesagt, ja okay, so 2 Burger sind noch da. Fertig machen. Nee, aber wirklich, ich esse ja sehr gerne Burger. Und das waren auch so Smash-Burger. Ich habe zum ersten Mal Smash-Burger gegessen. Also, falls der Herr das lesen sollte. Du hast bei mir einen sehr guten Eindruck gemacht für Smash-Burger. Marvin, ich bin auch hier, wir sind gefickt. Nein. Ich war unten. Ich bin hochgefahren. Oh. Oh.
Oh, ja, was jetzt? 9 Uhr. Ach so, nein. Unten, Wallride. Ist schon richtig so. Oh, okay, alles gut. Ich verhau mich, ich verhau mich. Nein, oh, ja. Alte Schwede. Das war close. Ich hab Windschatten bekommen, aber auch noch, ey. Ares Ehrenmann wartet hier, zumindest einer, ne? Eben gerade habt ihr ja auch auf mich gewartet. Ja, aber nur ganz kurz. Ey, und ich hab am Vatertag mit, ich glaube, da war nur ein Zuschauer. Flunkyball gespielt. Ja, geil, Alter. Wie war die Stimmung so? War die erhitzt an Vatertag oder wie war die? Nee, war die tatsächlich nicht. Also es ist halt Dorf, es ist nicht Stadt, ne? Das heißt, die meisten Leute, die rumlaufen, die kennen sich halt. Und da machst du halt nicht unnötig auf Stunk. Und es war wirklich, also es waren alle 100 Meter gefühlt, wir sind halt einfach so auf den Wicken, so Feldwegen lang gefahren. Und alle 100 Meter waren neue Gruppen mit irgendwelchen Anfang 20-Jährigen, die gefeiert haben. Richtig geil, richtig gute Stimmung. Geil. Welche haben einen Trecker genommen, haben da so einen Heuanhänger dran gemacht, haben eine dicke Anlage draufgestellt, einfach irgendwo an den Deich gefahren. Hat einfach mitten am Deich so einen Trecker mit einer richtig fetten Anlage rum. Wow. Also es war richtig viele Leute unterwegs, richtig gute Stimmung, coole Party. Friedliche Stimmung, paar friedliche Stimmung, ich hab ein paar Muchachos getroffen. Wir haben mit dem einen auch Flunkyball gespielt. Hast du gewonnen? Hast du ihn abgezogen oder hast du gesagt so? Ja. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist tatsächlich. Wir haben unsere beiden Gruppen gemischt dann. Wir haben dann da einfach so 1-2 gemacht und haben dann nicht Gruppe gegen Gruppe gespielt, sondern uns quasi so aufgeteilt. Durchmischt. Und ich war schlecht. Nach zwei Zügen, aber wir haben ein bisschen geschummelt vielleicht. Und zwar haben wir unsere Bierdose angestochen. Oh. Auf der Rückseite, dass das Bier besser rausfließt. Ich war nach zwei Zügen, war ich durch. Mit meinem Bier. Ich bin mir aber nicht sicher, ob unsere Gruppe am Ende auch gewonnen hat. Ich war der Erste, der durch war. Mit dem anderen Typen noch zusammen. Gib mir den Speed, Brudi. Ich brauche mehr Speed, Brudi. Ich hab mich gefühlt wie... Ich muss das häufiger machen mit dem Anstechen. Ich hab mich gefühlt wie in meinen guten Zeiten auf der Nature One immer mit dem Flunkyball spielen. Digga, bist du einfach wie ein Wikinger oder so. Keine Ahnung, wie so ein American Boy. Oh yeah. Richtiger Wikinger. Also, Vatertag auf dem Dorf hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wir waren danach noch in Inschede. An einem Bauernhof. Die haben da am Bauernhof niemand einfach... Niemand kennt Inschede. Ich weiß. Irgendwo schreibt das. Na, die Leute, die von da kommen, die kennen das. Ist einfach ein sehr schönes, kleines Dorf. Und die haben da einen... Wahrscheinlich mehrere Bauernhöfe, aber ein Bauernhof, die machen so einen Eisverkauf am Bauernhof. Aha. Bier-Sahne-Eis. Deswegen sind wir hingefahren. Bier-Sahne-Eis und... Digga, wie widerlich, Alter. Digga, es war richtig lecker. Bier-Sahne, Alter. Bier-Sahne, ja. Das ist halt, Digga, du merkst halt einfach, das war selbstgemachtes Eis aus richtigen Zutaten, nicht irgendeine Chemiescheiße. Okay. Also noch Zitronensorbet mit Honig. Das war auch richtig geil, weil du richtig den Honig geschmeckt hast. Digga, fahr ich hier eigentlich richtig? Das war wirklich sehr geiles Eis. Sehr geiles Eis. Ich fahr ja vollkommen falsch, Alter. Da lang? Hier muss ich lang von. Leute, wow! Sind ja vollkommen falsch gefahren. Aber da war doch gerade ein Teleporter, Marvin. Ja. Ich hab den Punkt schon. Bin ein weiter. Ach so. Ja, dann wo muss ich denn hin? Hey, zum Teleporter. Hä? Okay. Hä, was? Also, was? Ja, also, wie? Ja, was? Also, was? Warte mal, ich fahr jetzt hier. Also, jetzt Digga, verwandle wie ich flipp ich mich. Denn, Ego-Perspektive, meinst du da? Ich seh nix. Digga, Formula ist Formula geil, Alter. Deswegen habe ich mir ausgesucht, ey. Ich hatte richtig Bock auf Formula. Digga, Formula ist ich fahr einfach geradeaus durchfahren, oder wie? Massiv. Ja. Geil. Ah, lol, ey, okay. Ja, also Vatertag Ares, also wir haben jetzt gehört, was Deko gemacht hat. Deko hat Muchachos getroffen und hat sich durchgeschnurrt. Deko und hat richtig Spaß gehabt, muss ich sagen. Okay. Ares, was hast du gemacht? Gearbeitet. So wie immer. Und ich hab mir Sonnenbrand auf den Kopf zugezogen. Mann, das ist die Arbeitsschicht hier in Deutschland. Das ist hier die Arbeitsschicht. Diese Dreckscheiße, Alter. Also, das war kurz, die Kurzform. War denn viel los auf der Arbeit, oder? Nein! Ich habe hier gearbeitet. Ach, du hast... Also doch nicht richtig gearbeitet. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist doch. Ja nicht richtig arbeiten. Nee, ist nicht richtig arbeiten, stimmt. Ja. Ich habe ja auch 3 Cutter, also ist ja kein Problem. Ja, hast du gezockt oder hast du aufgenommen? Hast du gezockt oder hast du aufgenommen? Ja. Oh yeah, Marvin. Ja, das meine ich ja. Also gezocken wäre Freizeit, aufgenommen ist ja so ein auf den Arbeiten. Ich zocke privat nicht. Gar keine Zeit für.
Ja, das, er macht jetzt schon meine Ausrede. Nee, ist wirklich so. Ist keine Zeit für da. Ich muss, wenn ich die Sachen aufgenommen habe, muss ich sowas selber knallen. Finally, Alter. Ich warte hier, Deko, ich warte hier. Finally bin ich da! Wäre wirklich schön, wenn man ab und zu mal was sieht. Also. Ja, Ego-Perspektive schalten dann. Nur. Digga, ich rutsche einfach runter wie so ein Stein. Also, okay, Ares hat gar. Hast du gestreamt oder hast du aufgenommen? Vatertag war welcher? Nee, da hatte ich aufgenommen und geschnippelt. Okay. Würde gern wissen, ob Vatertag viel los ist. Weil, also bei gerade Twitch würde ich ja sagen, ist eher die Zuschauerschaft älter als auf YouTube. Also auf YouTube war bei uns an dem Tag echt tote Hose, muss man sagen. Wobei ich glaube auch nur ein Video rausgekommen ist, ne? Ja, ja, genau. Aber wie gesagt, aber auch das hat erst gegen Abend performt. Ja. Also ich denke mal, es ist normalerweise teils, wie viel los ist. Aber es ist halt einfach, es war ja richtig geiles Wetter. Und ich glaube, deswegen war es einfach egal. Es war komplett wahrscheinlich wenig los. Digga, ich rutsch dir einfach runter, egal, als wäre ich dein Urgroßvater, Alter. Digga, war richtig easy, Alter. Ja. Musst du ein bisschen nach oben fahren. Ja, mach ich die ganze Zeit. Ja, anständig nach oben fahren. Habt ihr mehr Grippe oder wie? Digga, sogar Aris ist schon bei mir, Alter. Ja, wie habt ihr das denn? Guck mal, da geht's Marvin einmal war, hier. Marvin war 8 Minuten früher schon bei dem Punkt. Jetzt hab ich's auf. Lapon. Wow! Aha. Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Der ganze Digga, wie ich dich einfach hochgenommen habe. Nein, aber ich rutsche hier raus. Geil, ey. Mindestens. Tschüssi. Also, danke schön, dass ihr nachfragt. Mein Vatertag war auch echt entspannt, muss ich sagen. Also, ich habe das erste Mal nichts mit den Jungs gemacht, sondern hab was mit meinem Vater gemacht. Und da ich selber jetzt auch Vater bin, dachte ich, okay, zumindest auch zumindest sollte ich das erste Vatertag-Event mit meinem Sohn verbringen, ja? Die anderen Vatertage werden wir gesoffen. Oder vielleicht nehme ich den einfach mit, ne? Also, er kriegt Muttermilch und ich, Nein, Marvin! Ey, Digga! Wie häufig willst du mich noch wegblocken da, Alter? Wer hat mich jetzt von hinten gerammt? Wer? Ja, weil du runtergefahren bist! Wir müssen hoch, nicht runter! Ja, warum? Ich war so weit unten, was hast du Alter. Denn da gemacht? Was? Ich war doch richtig weit unten, was hast du denn da gemacht, wenn du nach oben musst? Ja, runtergerutscht. Also, ich hab den Punkt. Ey, Junge. So, jetzt kommt noch ein Emschi. Oh nein, ehrlich? Oh fuck. Nein, es kommt... Es kommt kein Emschi. Okay. Digga, einmal war dieser Zirkusakrobat nicht da, dieser Clown. Easy Weezy, ey. Lol. Fahr ich denn auch? Was in dein Gesicht, was? Ja. Digga, geht doch. Hier jetzt flippen, ne? Oben würde ich sagen, einmal so. Flupp. Oh. Ja, und jetzt hier nach oben fahren, nicht nach unten. Verglogen. Scheiße. Oh, der Winkel. Oh mein Gott, der Winkel war richtig knete. Ach du Scheiße. Ah, ja! Okay. Ich muss den normalen Winkel nehmen. Nee, das ist, glaube ich, das ist ein steilerer Winkel, Alter. Meinst du echt? Nein. Doch. Ich bin den normalen Winkel gefahren und ich war, glaube ich, 2 Reihen zu hoch am Ende. Okay, dann machen wir diese runter, so. Oh. Digga, wo bleib ich denn überall hängen? Das war auf jeden Fall kacke, Deko. Dankeschön für diesen nichtssagenden Tipp. Also, Vatertag, ich bin ohne Kopfschmerzen am nächsten Tag aufgewacht. Das erste Mal, glaube ich, nach 15 Jahren. Aber mir hat sich ein bisschen gedreht, muss ich sagen. Ey, dann haben wir ja wirklich alle was anderes gemacht, ne? Guck mal, Deko hat gesoffen. Yeah. Ich hab was mit meinem Vater und meinem Ich hab gesoffen, ich bin aber auch, hallo, healthy-mäßig bin ich Fahrrad gefahren. Und Aris hat gearbeitet, also wir hatten sozusagen den Querschnitt der Gesellschaft. Ich bin ungefähr 20 Kilometer Fahrrad gefahren. Und hab mir einen dicken Sonnenbrand, das heißt einen dicken, aber ordentlich Sonnenbrand zugezogen. Ja, geil. Digga, was ist denn das hier für ein Winkel, Alter? Ich krieg den nicht rein. Ja, so wie Aris das nimmt, so ist ganz gut. Ja, toll. Ah, ich hab auch verkackt ganz am Ende. Hat es? Nee. Ich war auch schon einmal durch, aber den 360er danach habe ich versemmelt. Du warst schon durch sogar? Ja. Digga, Edwards mit den Scherenhänden, da kennst du dich gut mit aus, ne, irgendwie. Digga, Scherenhände. Man muss sogar durch die dünnen Stangen fahren am Ende? Nee, oben. Nein. Ich würde eher oben runter droppen. Also, sei weiter oben. Da ist ein Pfeil auch. Also, quasi unmöglich. Ich hab's nicht raus.
Ja, aber ich habe es zum ersten Mal überhaupt Nein. ans Ende der ersten Edward von gemacht. Ich bin falsch rausgefahren. Apropos Edward mit den Scherenhänden, ich muss absolut wieder zum Friseur, Digga. Ich sehe einfach wie aus wie Pumuckl, ey. Alter Schwede, ich war auch richtig lange hier beim Friseur. Aber ich habe auch letztes Mal, als ich da war, habe ich mir die Haare zu kurz schneiden lassen. An den Seiten. Bei Eirans goldene Eier. Eirans goldene Hand. Okay. Mal. Zu! Ich überlege aber auch, ich will meine Haare ein bisschen wachsen lassen eigentlich. Und dann? Wie? Dann weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich dann damit mache, aber man kann nichts machen, wenn sie so kurz sind wie meine Haare. Hey! Jetzt Ares. Oh nein, 360, 360! Bleib einfach stehen! Nein! Digga, der 360 ist ja richtig böse, Alter! Du musst da, also ich bin relativ normal Geschwindigkeit die Edward-Wette runtergefahren und war am Ende für den 360, ich habe den gut gemacht, ich war nur zu langsam. Ja, also du musst richtig Speed mitnehmen, Marvin. Ist das nun hier ein Festival oder kein oder Plan, so man das Drogen mitnehmen? Hallo. Ja. Also das ist gar nicht so einfach. Geil. 10-Minuten-Challenge übrigens von Shredder, ne? Digga, ich frage mich immer, wie er auf diese Zeiten kommt, ey. Digga, ich finde, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Wir sind jetzt schon bei doppelter Zeit. Hey, ich komm da nicht ran. Der hat den so weit auseinandergeplaced, ja, Alter. Der ist echt böse, der 360. Ey. Und ich bin schon schneller durchgekommen. Also... Alter! Ja. Okay, ich bin auch schon... Nein, letzte Stange! Puh, ich bin auch ziemlich, ziemlich gut durchgekommen. Aber der 360er ist echt scheiße gesetzt, muss man sagen, Shredder. Okay, also es sind nicht wir schuld, sondern der Map aber auch schuld. Ich bin sogar nicht dort rausgefahren, wo der Pfeil ist, sondern ein weiter oben. Ja. Und dann konnte ich richtig Speed aufbauen, aber nicht ansatzweise, ey. Okay. Du hast dann Speed da, wo der Pfeil ist. Das würde Sinn ergeben. Hat jeder bisher nicht den Pfeil genommen? Ich glaube, ich habe den Pfeil genommen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, okay. Schade. Nein! Oh Mann, Alter! Ey, diese scheiß Winkel rumgewechselt immer bei dem fucking Ding, Alter. Nett rausgefahren, Deko. Aber man muss die Winkel wechseln, ne? Man kann nicht im gleichen Winkel fahren, oder? Ich glaube schon. Oder? Bin mir aber auch nicht 100% sicher. Ich war erst einmal da, also. Ficken, ey. Digga. Also ich aber bin der Meinung, man muss die Winkel wechseln. Ich weiß nicht, was ich von der Map gerade halten soll. Ja, da. Ja, die Map ist schon geil eigentlich, aber der Punkt hier ist jetzt ein bisschen... Naja, also der 360er ist schon echt hart weit auseinander. Ich muss wahrscheinlich ihn komplett ganz am Ende nehmen. Nee, hä? Also er ist wirklich zu weit weg. Also er ist wirklich, wirklich zu weit weg. Ja, ihr müsst den auf jeden Fall vorher machen, Digga. Vorher. Vorher oder Vorhaut? Der war gut. Der war gut. Ich mag so unerwartete Dinge, ey. Die sind Also das ist genau mein Humor, ey. Random, wo man nicht vorher drauf kommt. Random ist da. Okay, vorher. Echt sehr viel deine vorher. Mutter vorher, Alter! Was für ein Schwanzkopf, Alter! Das war eigentlich das... Die Hauptsache vorher ist einfach der Warride noch gar nicht, ey. Ich mach das jetzt vorher, mal schauen. Nein, der Warride ist noch gar nicht da. Du kannst erst am Ende rausflippen. Fast geschafft. Ich würde den vorher machen. Also nicht direkt ganz am Ende, das meine ich damit, ne? Nicht bei dem Pfeil, sondern einfach vorher. Also ich habe mir jetzt gerade ein Video angeschaut. Ja, Marvin wie ein anderer hat das gemacht hat. Quasi. Und der hat einfach einen getunten X21. Dann war das ganz easy, ne? Ah, okay, ja. Na gut. Das war schon ein bisschen schwer ins Stammel. Das ist auch Schummeln. Ja, ist es auch. Alter, was für Nein, Mann! Digga, Ares erster, aber man muss sagen, aber leicht, auch nur, muss man sagen, nicht verdient. Leicht, warum? Leicht, du warst bei jedem Punkt letzter. Bis auf leicht Nein, rostig, muss man sagen, leicht rostig, weil ich ja den siegreichen Tippen gegeben habe. Einmal habt ihr auf mich gewartet, ich habe einmal auf euch gewartet, folglich ist überquitscht, was das am Ares hat wirklich auf uns gewartet, ja. Ja, also, ja. GZ Ares, muss man ja auch mal sagen, ne? Dankeschön. Auch ein blindes Huhn findet immer ein Korn, ne? Ja, so seit 3 Folgen am Stück, ne? Irgendwer hat mal in den Kommentaren geschrieben, Marvin, pass auf, was du sagst, was die Gewinne von Ares angeht. Er weiß sie alle, denn es sind so wenig.
Mhm. Ja. Ares, welches Datum? Ja. Welche Uhrzeit war es? Immer. Einfach ja. Ja, nein, fick mich, ich komm hier. Na, ey. Oh, Alter, also wirklich rüber. Zu 85% ficken mich die drei Edward-Wände, Alter. Ja, ich fand halt auch ein bisschen komisch. Aber Schredder, ne, 360er baut man wirklich ein bisschen dichter beieinander. Das war ja schon ein bisschen assi. Dankeschön. Aber Schredder ist auch so eine Note für sich, muss ich sagen. Also. Also auf seine Challenge-Zeiten achte ich so oder so nicht. Die sind verloren. Nee, kannst du vergessen. Und wie lange habe ich jetzt gebraucht? 25. Und wenn kein Beispielvideo dran ist bei Shredder Maps, dann zocke ich die auch nicht, weil da sind manchmal Techniken, da frage ich mich, hä? Wie, was? Und dann funktioniert es auch nicht, weil du denkst, es geht aus so, aber es geht so nicht. Aus welchem Hobgoblin-Kopf wurde der Scheiß geboren, denkt man sich dann? Nein, es ist Deko direkt vor mir und der verkackt doch hier auch wieder. Wahrscheinlich fahre ich ihm gleich hinterher an dem Scheißwinkel. Ja, ich auch. Digga, ich rutsch halt immer unten raus, Alter. Deko, es ist wirklich vorher raus. Nicht vorhaut raus. Aber vorher. Ja, was heißt vorher? Irgendwo minimal vor dem Fall? Nein, schon echt ordentlich. So 10, 15 Meter vor dem Fall. Oh. Aha! Aha, Deko! Das war nicht annähernd 10, 15 Meter, das waren 3 Meter vor dem Fall. Ja, bei dir war das auch sehr knapp. Will ich eine Koralle machen? Ja. Oh fuck. Nein, Deko, ich bin direkt da. Nein! Ey! Boxershorts, Marvin. Oh ey, ich hab nichts gesehen. Oh, Digga, ich konnte aber auch keine Koralle machen, weil der Typ ja vor mir war. Ich muss die ganze Zeit langsam fahren, ey. Oh. Digga, ey, das ist echt Schmutz, Alter. Oh. Dankeschön, Deko. Ah, Schredder, irgendwie. Hey, du bist doch so leid, wie losgefahren. Dass wir das auch beide einfach in dem Moment dann beide schaffen, Alter. Oh, fuck. Das ist schon so one in a million eigentlich, ne? Einfach vorher raus, dann war es eigentlich ganz easy. So, jetzt. Den Punkt mag ich echt nicht, ey. Jetzt direkt hier raus. Baby! Das war's doch! Okay, jetzt muss ich nur noch die Koralle da hinten hinbekommen. Ja! Fick mich, ich will einfach. Marvin, mach die Scheiße zu Ende jetzt, ey. Ich hab keinen Bock mehr, ehrlich. Achte auf das Schattengewächs, Digga, schon wieder. Das Schattengewächs! Es wächst nur im Schatten. Vernünftig. Zu früh, aber funktioniert halt. Ja, Digga, weil ich einfach ein Profi bin, Digga. Das wird sein. Nein! Nein, muss den Scheiß zurück. Nochmal den Micha. Ach du Heiliger. Micha, dann kommt gleich der Punkt. Oh. Ja. Hat einfach das Ziel. Ja, quasi schon. Da war jetzt nichts mehr. Okidokili. Okidokili. Aber Respekt an Ares, muss ich auch einmal mal sagen, ne? Wir sagen immer, der Junge kann nichts, aber ein bisschen kann der schon, so, ne? Ein bisschen kann der schon. So, jetzt mit dieser Episode, Alter, ist das dein scheiß Ernte, Alter? Digga, ein bisschen YOLO, DOLO und so, weißt du, so. Seit 4 Folgen jetzt am Stück, ne? Digga, never, Alter, dann müssen wir dich ja mal wieder ausziehen, ey. Spielt viel zu YOLO hier, ey. Nee, ich hatte ja diese GTA-Pause. Seitdem läuft's. Ja, vielleicht brauchen wir auch mal eine Pause. Ja, macht mal Urlaub. Ab morgen gibt's bei euch auch noch Hello Kitty oder sowas. Hello Kitty Online. Marv ist durch. Das Kuschelkatzen-MMO. Dann haben wir rein. Ey, dann müssen wir Ares mal wieder vom Thron. Ich bin doch dran gekommen. Dann müssen wir Ares mal wieder vom Thron stoßen hier, ne? Das war close. Dann schauen wir mal dem Deko zu. Dass ich das mal sagen muss hier, dass Deko, dass Ares wirklich hier, Nein! Oh, ja, verrein ist egal. Komm wieder, zum dritten Mal. Dass ich das mal sagen muss, dass wir Ares vom Thron stoßen müssen, also... Ares und Thron? Also vielleicht als Schuhputzer da in der Nähe, ja, aber... Alter! Was für eine große Fresse, ey, jetzt wieder. Geil, ey.
Ja, das heißt, jetzt müssen wir wirklich in einer der nächsten Runde müssen wir hier mal wieder so richtig krass den Hoden, aber den nassen. Aber er hat ja auch gewartet, muss man dazu sagen. Guck mal, ja. Schattengewächs, Schattengewächs. Keiner hat so lange gewartet wie ich beim ersten Punkt auf euch. Deko, Schattengewächs, wer hatte recht? Hä? Ganz genau, Muchachos. Der Botaniker. Und ihr habt auch recht mit Hello. Merchandise, Ubisoft Creator Code Loser und Triebwerk Muchacho 10. Alles abchecken, Dankeschön für euren Support. War alles vorbei schon, Ding Dong, reingehauen. Küsschen geht raus, Muchachos.